Das Generationenhaus ist ein Ort der Begegnung, an dem Kontakte zwischen Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen möglich werden. Es gibt eine Durchmischung von Generationen, zum einen durch das öffentliche Restaurant, zum anderen durch die Kindertagesstätte, durch die Praxen für Ergo- und Physiotherapie, als auch durch die Wohngruppen und die altersgerechten Wohnungen, die wir im dritten Stock haben. Es ist eigentlich durch eine eigene Betroffenheit ist das Ganze da entstanden, wo mein Vater einen Schlaganfall hat. Und bevor er verstorben ist, ist es darum gegangen, einen geeigneten Pflegeplatz für ihn zu suchen. Und ich habe gesehen, dass es einfach wenig Pflegeplätze hier in der Region gibt oder die dann auch besetzt sind. Die Vorteile vom Zusammenleben sehe ich ganz klar darin, dass Berührungsängste abgebaut werden. Einerseits von den Kindern als auch von den älteren Menschen. Und wiederum auch von Gästen, die ins Restaurant kommen und nicht sagen, wir gehen heute in ein Pflegeheim essen, sondern wir gehen ins Novellas essen, ins Generationenhaus. Ein Porta miteinander. Aber nur auf Nase, nicht auf Kleid. Aber nur ein Stückchen. Ich merke einfach jetzt, sie gehen offen auf die Leute zu, sie geben ihnen die Hand. Auch wenn jetzt jemand mal im Rollstuhl kommt oder im Rollator kommt, das ist überhaupt keine Hemmschwelle. Also die Kinder gehen gleich an, gehen gleich Grüße sagen oder winken oder kennen auch viele Leute beim Namen und begrüßen sie auch beim Namen, was die Bewohner natürlich wieder sehr schätzen und sehr freut. Heute haben wir auch wieder eine Zusammenkunft gehabt. Hier oben sind kinderlich und was immer wieder ist, alle Woche, ein bis zweimal oder so, dann kommen sie zu uns auf und kurz 9 Uhr nehmen. Oder Spiel und Spass. Und wir haben es wirklich schön. Und die Kinder kommen und sie wissen, sie können uns. Und dann schauen sie es an. Und so, und dann habe ich dem Buben, der neben mir gesessen ist, habe ich gesagt, oh du hast ja das Käferli am Rücken. Und er hat gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, oh du Mama, schau da. Und dann habe ich so gekrebelt am Rücken. Und dann hat er gelacht, natürlich. Und also mir hat es so schön. Und wie man alt ist, ist es einfach so wunderbar, wenn man mit jungen Menschen zusammen ist. Und es ist, glaube ich, auch schön für die Jungen, dass sie so etwas erleben können. Ich bin 2007 an die ZHW gekommen als externe Dozentin. Ich war damals im europäischen Masterstudiengang für Ergotherapie, welchen ich 2008 abgeschlossen habe und dann letztendlich eine Festanstellung bei der ZHW bekam. Ja, für uns war es wichtig, dass wir die Eindrücke, die wir haben, dass die auch wissenschaftlich abgestützt sind. Und dadurch gab es 2 Bachelorarbeiten von der ZHW, Department Gesundheit, Studiengang Ergotherapie, zum Thema, wie sich generationenübergreifende Aktivitäten auf das Wohlbefinden von älteren Menschen auswirkt, aber auch, wie sich die auf die soziale Interaktion von Kindern auswirkt. Und beide Bachelorarbeiten haben bestätigt, dass sich generationenübergreifende Aktivitäten auf die körperliche, auf die seelische und auf die soziale Teilhabe von älteren Menschen positiv auswirkt, als auch auf Empathie, die Haltung gegenüber den Älteren, als auch das Einhalten von Regeln von Kindern gegenüber älteren Menschen. Ja, wir haben verschiedene Projekte am Laufen. Zum Beispiel jetzt unsere Rikscha, wo wir Bewohner ausfahren können, wo wir ihnen die Möglichkeit geben, auch ihre Geschichten wieder zu aktivieren. Und wir haben noch weitere Ziele und weitere Projekte, zum Beispiel auch die Gartengestaltung. Wir möchten einen Generationsspielplatz nächstes Jahr umsetzen. Wir möchten gerne einen Hasenstall umsetzen mit verschiedenen Hochbeeten und möchten wirklich noch mehr Möglichkeiten schaffen, für die Bewohner am aktiven Leben teilzuhaben. Ich finde das einfach der Hammer, wie wir hier miteinander arbeiten können und ja, wie die Kinder können von ihnen profitieren können und wir auch. Also auch ich profitiere sehr viel von den Bewohnern, ich geniesse das richtig, um 4 Uhr oben rauszukommen, wenn jemand draußen hockt, Höckli noch schnell an und höre ein paar Geschichten von ihrem Leben. Das finde ich wirklich mega cool. Für mich ist meine Arbeit sehr, sehr sinnvoll, jeden Tag.